Moin. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Confidential Computing. Erstmal ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Jürgen Groß. Ich bin bei SUSE im Virtualisierungsteam. Und ursprünglich hauptsächlich im Kernel Richtung Xen unterwegs, habe ich in den letzten Jahren auch KVM-Teile mit übernommen bei uns intern. Und im letzten Jahr habe ich mich relativ viel mit Confidential Computing beschäftigen müssen und habe gedacht, das kann ich gleich hier in den Vortrag packen. Gut, also was ist überhaupt Confidential Computing? Das Problem sollte allgemein bekannt sein. Wenn man in die Cloud geht, hat man gewisse Sicherheitsprobleme, wenn man dort irgendwelche Workloads auslagert. Ich glaube, von uns würde sich hier die wenigsten relativ gut dabei fühlen, wenn die Online-Bank sagt, ja, wir haben unsere gesamte Rechenkapazität in der Cloud. Das kommt nicht gut an, weil die Daten können potenziell vom Cloud-Betreiber abgegriffen werden. Man hat ja gerade bei den ausländischen Clouds Probleme, dass man nicht weiß, ob der Staat nicht eventuell sagt, ich will da gerne reinschauen. Die Betreiber dürfen das teilweise gar nicht sagen, dass der Staat gerne reinschauen wollte. Das heißt, das Ganze ist für irgendwelche sensiblen Daten nicht so richtig en vogue. Andererseits ist es natürlich für den Betreiber oder für den Nutzer der Cloud attraktiv, in die Cloud zu gehen, weil er nicht die gesamten Rechenkapazitäten bei sich selbst vorhalten muss. Das heißt, es ist ganz schön, wenn ich irgendwelche Rechenzentrum habe und dann die normale Last dort abbilden kann. Aber wenn mir jetzt ein Teil vom Rechenzentrum abbraucht oder irgendwelche Datenverbindungsprobleme habe oder Lastspitzen, ist es gut, wenn ich mich irgendwie ein bisschen elastisch sozusagen ausdehnen kann und nicht immer die gesamte Hardware selbst vorhalten muss. Das heißt, das ist wieder interessant. Ich würde gerne in die Cloud gehen, aber Sicherheitsbedenken hindern mich daran. Das haben die Hardwarehersteller und wohl auch die Hardwarehersteller auf Druck von den großen Cloud-Betreibern gemerkt, dass das eine ganz tolle Idee wäre, wenn ich ein Feature anbieten könnte, dass der Betreiber der Cloud nicht in meine VM reinschauen kann. Was natürlich per se jetzt erstmal relativ schwierig ist, wenn ich eine Cloud betreibe, das ist basiert auf Virtualisierung und der Hypervisor kann normalerweise, hat Kontrolle über das gesamte System. Wer den Hypervisor kontrolliert, kann das gesamte System kontrollieren und reinschauen. Das war eigentlich bisher immer so. Bei Confidential Computing wird das Ganze ein wenig schwieriger gemacht, indem zum einen jede VM ihren Speicher mit einem eigenen Hardware-Schlüssel verschlüsselt bekommt durch die Hardware und dadurch der Cloud-Betreiber, der kennt den Schlüssel nicht, den kennt nur die Hardware, kann also nicht mehr so einfach reinschauen und Passwörter rauslesen, irgendwelche Geheimdokumente oder was auch immer, was im Speicher ist. Bedeutet natürlich, wenn ich so eine VM betreibe, wäre es eine gute Idee, meinen Plattenspeicher auch zu verschlüsseln als Nutzer der Cloud, weil ich meine, sonst kann ich mir das Ganze auch sparen, sonst schauen die Leute einfach auf die Platte. Und natürlich Netzwerkbetrieb, dass der verschlüsselt geschehen sollte, ist heutzutage eine Selbstverständlichkeit, müssen wir nicht erwähnen. Aber wie gesagt, die Hardware muss das Ganze unterstützen. Und das ist nicht ganz einfach, da alle Eventualitäten abzudecken. Ich muss natürlich zusätzlich Secure Boot unterstützen. Das heißt, der Cloud-Anbieter darf mir nicht ein modifiziertes Betriebssystem unterjubeln können als Nutzer der Cloud. Weil das nutzt mir alles nichts, wenn ich eine tolle, sichere VM habe und der hat seine Backdoor mir schon beim Booten reingeschoben. Darf nicht sein. Und andererseits muss ich natürlich auch mir sicher sein als Nutzer, dass der Betreiber nicht nur einfach behauptet, das Ganze wäre verschlüsselt, ich muss das verifizieren können und zwar sicher verifizieren.
über alle Ebenen. Das heißt, es darf nirgendwo irgendwo eine Lücke geben, dass irgendwo die Sicherheit mal unterbrochen würde, weil da kann man sofort reingreifen. Dafür gibt es den sogenannten Attestation Service. Da komme ich nachher noch etwas mehr im Detail drauf. Was gibt es denn da insgesamt? Ich konzentriere mich jetzt hier hauptsächlich auf x86. Es gibt auf anderen Architekturen andere Lösungen, da kenne ich mich im Detail nicht aus. Auf ARM Trusted Execution Environment, auf 390 gibt es Protected VM. Ich weiß, dass sie existieren, aber ich kenne die Interna nicht. Also das muss man sich dann selbst ergoogeln, wenn man sowas braucht. Ist allerdings auch die Hauptsache, spielt auf x86 zurzeit, im Cloud-Bereich vor allem. Es kommen vielleicht noch RISC-V und ARM später dazu, aber die wirklich Hauptlast im Cloud-Bereich läuft auf x86 und deshalb ist es das, was wir hier auch betrachten wollen. Angefangen hat AMD auf seinen Prozessoren mit SEV, Secure Encrypted VM. Die letzte Stufe ist SEV SNP mit Secure Nested Paging. Das ist im Prinzip als volle Lösung gedacht und komme ich noch auf die Details zu sprechen. Intel hat nachgezogen mit TDX, ein Riesenklotz, kommen wir auch noch im Detail drauf zu sprechen. Die Software muss natürlich mitspielen, weil zum einen, wie ich schon gesagt habe, man muss im Wesentlichen verifizieren können, dass man sicher läuft. Dazu sind bestimmte Anpassungen in den Gastsystemen erforderlich. Im Linux ist das Ganze voll mit drin in neuesten Kernels. Das heißt, ich kann als SEV-SNP-Gast oder TDX-Gast laufen. Windows kann das Ganze auch. Es gibt wahrscheinlich andere Betriebssysteme, weiß ich nicht, ob BSD ist, glaube ich, noch nicht so weit. Es mag irgendwelche anderen Spezialbetriebssysteme geben, die das auch noch können, aber das sind die wichtigsten erstmal und da funktioniert das Ganze. Das ist natürlich nur die eine Hälfte. Auf Hypervisor-Ebene muss das Ganze auch unterstützt werden. Da haben wir im Open-Source-Bereich, was uns hier natürlich besonders interessiert, KVM. Da ist SEV-SNP seit neuestem, das ist Kernel 6.11, komplett upstream. Das ist also der Kernel, der jetzt gerade letztes Wochenende freigegeben wurde. Es gab natürlich vorher schon Entwicklungsstände, wo man mit nicht offiziellen Patches sich sowas testweise aufbauen konnte. Die großen Cloud-Betreiber haben das Ganze natürlich sich auch schon entsprechend angetan und umgesetzt. TDX sieht ein bisschen anders aus, die Intel-Lösung. Auf die Details komme ich, wie gesagt, nachher noch zu sprechen. TDX-Patches sind noch immer nicht upstream. Die haben vor über einem Jahr angefangen damit. Das zieht sich ein wenig. Das wird sich auch noch länger ziehen, nehme ich an. Hyper-V als Hypervisor hat Support sowohl für SEV, SNP als auch TDX mit drin. VMware hat das auch schon, wobei natürlich die beiden letztgenannten bei TDX VMware ist sowieso nicht Linux-basiert, aber und Hyper-V auch nicht, aber sie haben trotzdem, ja, muss man schauen, TDX gab es noch gewisse Instabilitäten hier und da, das heißt, sie müssen eigentlich auch immer noch Anpassungen unternehmen. Ob die damit wirklich schon in Produktion sind, bin ich mir im Moment nicht ganz sicher, wenn, dann sind sie nahe dran. Kommen wir ein bisschen auf die Technik dahinter zu sprechen. Also wenn irgendwo Fragen sind, gerne jederzeit fragen. Ne? Das im Nachklapp dann nochmal durchzuhangeln, ist vielleicht etwas schwierig. Ich bin technisch relativ tief drin an manchen Stellen und setze deshalb manchmal vielleicht implizit Sachen voraus, die nicht allgemein bekannt sind. Also bitte sofort reinschreien, wenn irgendwas komplett unbekannt ist. Wenn ein Gast unter SEV, SNP oder TDX gebootet wird, bekommt er natürlich vom Hypervisor Speicher zugewiesen. Das heißt, das Hypervisor-System, das Host OS,
allokiert Speicher auf dem physikalischen System und präsentiert Ihnen den Gast. Wenn ich das getan habe als Hypervisor, muss natürlich der Gast sicher sein, dass ihm der Speicher unterm Hintern nicht einfach ausgetauscht wird. Das heißt, der Gast sagt, ja toll, ich habe so einen neuen Speicher, damit kann ich jetzt alles Mögliche machen, ich kann meine Schlüssel drin ablegen, ich kann geheime Daten drin ablegen. Wenn der Hypervisor jetzt den Speicher mir unterm Hintern einfach wieder entziehen kann und mir anderen Speicher geben kann, kann er in Ruhe sich den Speicher danach anschauen und vielleicht Brute Force Entschlüsselungsangriffe fahren. Ist nicht schön. Das bedeutet, da muss ich was dagegen tun. Und das wird so gemacht, dass der Gastsystem den Speicher, jede einzelne Speicherseite akzeptieren muss und über einen privilegierten Befehl dem der Hardware sagen muss, ja, den Speicher nehme ich in Besitz und die Hardware muss dann dafür sorgen, dass dieser Speicher nicht mehr vom Hypervisor zugegriffen wird. Das heißt, die Hardware wird diese Speicherseite verschlüsseln und sie wird sämtliche Zugriffe von außen, also nicht vom Gastsystem, unterbinden oder zumindest dem Gastsystem sagen, da hat jemand versucht, deinen Speicher zu lesen oder auch sogar zu verändern. Und darauf kann das Gastsystem dann reagieren. Das bedeutet, die Hardware stellt sicher, dass der Hypervisor mir nicht mehr in den Speicher pfuschen kann. Ich habe natürlich als Gast auch manchmal den Bedarf, dass der Hypervisor bei manchen Speicherseiten das darf, zum Beispiel um I/O zu betreiben. Als Gastsystem habe ich normalerweise keine physikalischen Geräte zugewiesen. Wenn ich einen großen Rechner habe mit Tausenden oder Hunderten von Prozessoren, da laufen vielleicht 20, 30, 100 Gäste drauf, so viele Platten und Netzwerkschnittstellen will ich physikalisch nicht zur Verfügung stellen als Betreiber. Das heißt, ich habe virtualisierte Hardware. Und dort passiert die Daten, die I/O über normalerweise im KVM-Bereich wird I/O, das heißt, ich habe einen Speicherbereich, auf den der Hypervisor für I/O-Zwecke zugreifen darf. Und das muss ich natürlich als Gastsystem auch sagen, dass das Shared Pages sind. Das heißt, ich richte beim Boot gewisse Pufferbereiche ein, die ich als Shared kennzeichne, sodass der Hypervisor zugreifen darf. Ich sollte mich natürlich als Gastsystem hüten, dort sensible Daten reinzuschreiben. Wenn ich Platten-IOs mache, schreibe ich die Daten dann zum Beispiel nur in verschlüsselter Form rein. Netzwerkpakete werden natürlich auch in sich verschlüsselt, bevor ich sie dort reinschreibe. Bestimmte Daten dürfen natürlich nicht verschlüsselt sein, wie IP-Adresse vom Gegenüber, wenn ich Netzwerkbetrieb habe. Ich meine, das muss ich entschlüsselt haben, weil das soll ja irgendwie ankommen, das Paket. Der Hypervisor hat also keinen Zugriff auf den privaten Gastspeicher. Der Hypervisor hat auch keinen Zugang auf den privaten Gastkontext, das heißt Registerstände, irgendwelche privaten Daten, die eigentlich KVM normalerweise kennen würde, werden trotzdem sämtlich verschlüsselt. Der Hypervisor kann da also nicht sehen, was da passiert. Er kann den akzeptierten Speicher dem Gast nicht entziehen und er kann auch nicht Attribute ändern, also Caching-Attribute zum Beispiel. Das ist eine ganz nette Sache. Wenn ich da Caching ändere, kann ich den Gast ganz schön in irgendwie Betrouille bringen, weil dann zum Beispiel Kohärenz zwischen verschiedenen Prozessoren kaputt gemacht werden kann und solche Sachen. Kann der Hypervisor nicht. Das ist technisch abgesichert. Und Versuche des Hypervisors auf verschlüsselte Bereiche zuzugreifen, sei es ein Kontext oder auch Speicher, werden dem Gast entweder durch die Hardware gemeldet in Form einer bestimmten Exception. Dann kann der Gast reagieren, zu sagen, stopp, ich mache nichts mehr, ich stelle den Betrieb ein oder eine Warnung ausgeben oder was auch immer. Oder bei TDX ist es zum Beispiel so, dass der Gast sofort zwangsweise beendet wird. Einfach mit der Philosophie, ein Denial of Service ist weniger schlimm als irgendwelche Spionageaktivitäten auf dem Speicher. Ich meine, Denial of Service kann der Hypervisor immer. Er kann den Gast einfach nicht schedulen. Er kann ihn einfach nicht starten. Das geht genauso. Das kann ein Hypervisor immer. Das werde ich nie vermeiden können. Dazu müsste ich auf physikalische Hardware gehen und dann auch noch die physikalische Hardware selbst kontrollieren. Also Denial of Service ist vielleicht ärgerlich, aber keine Katastrophe.
Wenn Cloud-Betreiber das zu oft macht, dann wird er wahrscheinlich seine besonders teuren verschlüsselten VMs nicht mehr an den Mann bringen, weil es heißt, der guckt mir dauernd rein. Ist also sowieso nicht so sonderlich begeisternd. Es gibt allerdings auch ein paar Bereiche, wo AMD und Intel auseinanderlaufen. Ich meine, das ist immer so, wenn irgendeiner anfängt, mit einer Technologie die einzusetzen und ein anderer die nicht eins zu eins kopiert oder lizenziert, sondern was Eigenes macht, dann sind das Unterschiede. Ich meine, AMD und Intel-Prozessoren haben ja so ihre kleinen Unterschiede hier und da, werden in Betriebssystemen halt entsprechend gehandhabt. AMD hat einen relativ, aus meiner Sicht als Kernel-Entwickler, klugen Weg gewählt, das Ganze einzuführen, und zwar in Stufen, von klein nach groß, sodass es immer häppchenweise der Linux-Kernel zum Beispiel angepasst werden konnte. Erste Stufe war SEV einfach, das heißt, der Speicher ist verschlüsselt und das war's. Der Hypervisor konnte immer noch auf den Gastkontext zugreifen und er konnte immer noch die Speicherzuweisung im Prinzip nachhinein wieder ändern oder so. Ja, also es war eine kleinere Trusted Computing Base, aber es war immer noch, der Hypervisor hatte immer noch eigentlich das Heft in der Hand. Bloß ist es nicht mehr ganz so einfach reinzuschauen, zum Beispiel Seitenkanalangriffe oder sowas auf Speicher sind etwas schwieriger, wenn das alles verschlüsselt ist. Die nächste Stufe war SEVES, das heißt der Kontext, Registerkontext wurde auch noch verschlüsselt, das heißt da konnte der Hypervisor auch nicht mehr zugreifen. Und als dritte Stufe SNP, dass die Speichermappings eben auch geschützt waren. Bei AMD nennt sich das die Technologie, die Speicherzugriffe virtualisiert, Nested Page Tables. Das heißt, ich habe ja normalerweise in einem Prozessor, wenn ich einfach ein Betriebssystem fahre, virtuelle Speicherzugriffe, das heißt, ich habe virtuellen Speicher, der über Page Tables in physikalische Adressen übersetzt wird. Das bedeutet, ich kann letztendlich die Programme voneinander isolieren, die Prozesse voneinander isolieren. Jeder Prozessor hat seinen virtuellen Adressraum und ein Prozess kann normalerweise nicht in den Adressraum eines anderen Prozesses reingreifen. Dafür sorgt das Betriebssystem, zum Beispiel der Linux-Kernel. Und die Adressübersetzung passiert über Page-Tables. Bei Virtualisierung ist es so, dass das immer noch funktioniert, aber die Page-Tables übersetzen die Adressen nicht in physikalische Speicheradressen, sondern nur in gastphysikalische Adressen. Das heißt, jeder Gast sieht wieder einen eigenen physikalischen Adressraum, der durch bei AMD Nested Page Tables auf die eigentlichen maschinenphysikalischen Adressen nochmal übersetzt wird. Das sind also zwei Page Table Bäume übereinander. Ist natürlich im Prinzip teurer bei der Adressübersetzung zeitmäßig. Die Hardware muss das natürlich unterstützen, aber das hat natürlich den großen Vorteil, dass der Hypervisor deutlich weniger Arbeit hat. Der muss nur einmal die Gast-Page-Table erzeugen, also die Nested-Page-Table pro Gast. Und darüber, die eigentlichen Page-Tables, kann das Gast-Betriebssystem vollkommen in eigener Regie bearbeiten. Vor der Einführung von den Nested-Page-Tables war es so, dass im Prinzip der Hypervisor sämtliche Zugriffe eines Gastes auf seine eigenen Page-Tables mitkriegen musste, indem er die Page-Tables als Read-Only gekennzeichnet hat, das heißt, es gab eine Exception und der KVM-Hypervisor hat dann eben das interpretiert und sogenannte Shadow-Page-Tables aufgebaut für jeden Prozess im Gast. Das funktioniert auch, ist aber vom Speicheraufwand her und vom Programmieraufwand, also einfach vom Code-Footprint deutlich schlimmer im Hypervisor. Und mit den Nested-Page-Tables ist es ganz eben deutlich einfacher geworden und auch weniger fehleranfällig natürlich. Bei SNP ist es jetzt so, dass Änderungen von Speichermappings, also Nested Page Table Änderungen durch den Hypervisor, von der Hardware beim Page Table Walk, also wenn die Page Tables durchlaufen werden, um eine Adresse zu übersetzen, werden sie durch eine neue Tabelle, die sogenannte Reverse Mapping Table, erkannt.
und dem Gast dann durch einen speziellen Interrupt gemeldet. Wenn der Gast den Interrupt nicht haben will, kann er es sagen, dann ist halt nicht sicher bezüglich Speichermapping-Änderungen. Aber ansonsten kann der Gast dann eben entsprechend reagieren und sich zum Beispiel selbst beenden, sicherheitshalber. Das Akzeptieren von dem privaten Speicher durch den Gast passiert bei AMD, SEV, SMP durch einen neuen privilegierten Befehl vom Gastkernel, dass er im Prinzip sagt, diese Seite würde ich gerne in diese Reverse Mapping Table mit diesen Attributen aufnehmen. Und dadurch ist dann im Prinzip, da die Hardware bei jedem Nested Page Table Walk auch die Reverse Mapping Table entsprechend rückwärts geht, also von die Reverse Mapping Table baut auf physikalischen Maschinenadressen auf und findet praktisch dadurch wieder die Attribute. Das heißt, die besitzende VM und die Attribute, mit der die VM das Ganze gemappt hat, akzeptiert hat. Und wenn es da eine Diskrepanz gibt, gibt es eben den Interrupt. Die Änderungen im Linux-Kernel, also in KVM, sind durch diese stufenweise Einführung bei AMD SEV relativ schnell und flüssig reingekommen. AMD SEV an sich war, glaube ich, schon Kernel 6.8 oder 6.9 drin. Das mit ES war schon eine oder zwei Kernelstufen später. Also das ging relativ zügig. Und außerdem, dadurch, dass AMD als Erste damit im Boot war, ist natürlich die ganze Infrastruktur, die dafür benötigt wird, erstmal eher auf AMD-Belange ausgelegt worden. Was bedeutet, dass TDX es etwas schwerer hatte? Da passt noch dazu, dass Intels TDX ein Riesenklotz ist, der auf einmal reingebracht werden soll. Und das ist ein Riesenklotz. Im Prinzip gibt es eine Grundlage in der Hardware, SGX, die verschlüsselten Enklaven, die ja im Prinzip schon seit relativ langer Zeit verfügbar sind. Da kann man eben bestimmte Softwarebereiche oder Speicherbereiche verschlüsseln und von außen kann keiner reinschauen, auch das eigene Betriebssystem nicht. Aber das ist eine ganz andere Hausnummer, als das Ganze auf Virtualisierung auszudehnen. Es wurde im Prinzip von der Hardware, sicher wurden einige Sachen wiederverwendet, die Speicherverschlüsselung on the fly und solche Sachen. Aber die Virtualisierung musste massiv erweitert werden und Intel hat einen Weg gewählt, dass ein ganz neues Firmware-Modul in einer neuen Ablaufumgebung dazugefügt werden musste. Das heißt, es ist ein neuer Privilegierungsmodus und dieses Firmware-Modul läuft im Prinzip im Gastkontext und führt eben bestimmte Funktionen für den Gast aus. Und andererseits gibt es noch einen Firmware-Teil, der im Hypervisor-Kontext läuft und mit dem Firmware-Modul im Gastkontext wieder kommuniziert über Hardware-Funktionen. Die Firmware übernimmt zu sehr großen Teilen die Handling vom TDX-Guest. Das heißt, der KVM-Hypervisor sagt nur dem Firmware-Modul, bitte starte mir die VM mit den und den Anfangsdaten. Und den Rest übernimmt dann das Firmware-Modul. Das heißt, da wird relativ viel an die Firmware verlagert. Unter anderem auch die Verwaltung der Extended Page Tables, wie es bei Intel heißt, also nicht Nested Page Tables, sondern Extended Page Tables. Letztendlich im Wesentlichen das Gleiche. Kam halt auch ein bisschen später, aber keine große Sache. Es werden auch zum Beispiel Hypercalls, das heißt Aufrufe vom Gast in den Hypervisor, werden von dem TDX-Firmware-Modul gehandhabt. Und auch eventuell, falls erforderlich, irgendwelche Befehlsimulationen oder sowas. Das heißt, wenn die Hardware irgendwas nicht so richtig gut kann, kann immer noch das TDX-Firmware-Modul einspringen, was bei AMD nicht ganz so ist. Dort gibt es kein solches Modul und da der Hypervisor nicht auf den Kontext zugreifen kann vom Gast,
sollte man emulierte Befehle im Hypervisor irgendwie vermeiden, logischerweise, weil eine Emulation ohne Kontext macht irgendwie wenig Sinn. Bei TDX hat der Gast ein eigenes Extended Page Table, eine eigene Extended Page Table für den akzeptierten Speicher in geschütztem Speicher, das heißt, da hat der Hypervisor überhaupt keinen Zugriff drauf, was natürlich eigentlich von der Isolierung her eine ganz schöne Sache ist. Andererseits ist es natürlich ja, schwieriger bezüglich, ja, ich muss dem deutlich größeren Firmware-Satz von Intel eben auch vertrauen, dass dort alles richtig kodiert worden ist. Wie gesagt, der TDX Hypervisor Support im KVM ist noch nicht upstream, da er sehr komplex ist. Die letzte gemeinsame Patch-Serie, die dort versucht wurde, upstream zu bringen, war im Februar. Das waren 120 Patches oder so, mit wirklich nicht nur kleinen Änderungen, die natürlich vom Review her schwierig sind, vor allem wenn von der Seite halt immer wieder Korrekturen für AMD oder so von schon upstream Sachen reingekommen sind und die Infrastruktur durch dieses große Patchset geändert wurde und so. Das ist nicht ganz einfach. Inzwischen wurde die Politik etwas geändert, dass man versucht, das in kleineren Blöcken von Infrastruktur hoch zu den funktionalen Stufen eigentlich reinzubringen. Aber da ist eigentlich immer noch nicht sehr viel passiert. Es sind einige Patches, die jetzt relativ nah sind, in Upstream-Kernel reinzukommen, also hoffentlich in 6.12. Müssen wir mal schauen. Aber auf QEMU-Seite, was für KVM ja auch wichtig ist, sieht das Ganze ähnlich aus. QEMU kann natürlich seine Änderungen erst wirklich upstream bringen, wenn die Kernel-Interfaces stabil sind, und die sind erst stabil, wenn die Patches upstream sind. Das heißt, das Ganze zieht sich sicher noch, ja, so ein halbes Jahr würde ich also mindestens vermuten noch hin. Was es natürlich auch nicht einfacher macht, ist, dass die Cloud-Betreiber schon mit den Füßen scharren und ganz gerne den Support hätten. Die Cloud-Betreiber arbeiten teilweise eben mit diesen Entwicklungspatches, was natürlich auch wiederum bedeutet, dass die immer wieder anpassen müssen und das Ganze eigentlich noch nicht ganz stabil sein kann, per se. Gut, wie sieht es denn jetzt mit der Sicherheit von dem Ganzen aus? Man muss uns natürlich verschiedene Sachen anschauen. Einmal, was für Angriffsszenarien gibt es jetzt wirklich? Wie wird das mit dem Secure Boot gehandhabt? Mit der Attestation, die relativ wichtig ist, die ich allerdings nicht ganz hier auswalzen werde, weil das ist ein eigener Vortrag. Und ja, wie sieht es eigentlich mit Hardware-Errata aus? Weil da haben ja sicherheitstechnisch Intel vor allem, aber auch AMD sicher in den letzten Jahren nicht nur mit Ruhm bekleckert. Gut, Angriffsszenarien haben wir zum einen natürlich das Auslesen von Speicherinhalten. Habe ich schon behandelt. Der Speicher wird mit einem gastspezifischen Schlüssel verschlüsselt. Und die Hardware verhindert Zugriffe auf gastprivaten Speicher. Das sollte letztendlich eigentlich reichen, wenn da nicht irgendwelche Hardware-Errater dazwischen funken. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, das Gastbetriebssystem zu manipulieren. Ich meine, wenn ich das geschafft habe als Angreifer, dann ist mir der verschlüsselte Speicher egal. Das Gast-OS kann ja den Speicher normal zugreifen. Und wenn ich den dann irgendwo übers Netzwerk oder so ausleiten kann, habe ich gewonnen. Das heißt, ich muss erkennen, dass das OS, das ich gebootet habe, wirklich das ist, was ich booten wollte. Das heißt, ich muss Secure Boot eigentlich haben, was in der VM natürlich auch nicht ganz trivial ist. Weil Secure Boot auf einer physikalischen Hardware macht das BIOS letztendlich, dem ich da vertrauen muss.
Das BIOS in der VM ist einfach nur ein Softwareblob, den der Hypervisor oder der Cloud-Betreiber mit vorgibt. Das heißt, ich muss irgendwie absichern, dass dieses BIOS, das virtuelle BIOS, auch das ist, was wirklich verifiziert okay ist. Was ich natürlich auch machen kann, um das OS zu manipulieren, ich kann versuchen, das durch irgendwelche unsinnigen Hardware-Events aus dem Tritt zu bringen, dass ich im Prinzip das, was man beim Fuzzing oder so von User-Programmen mit dem Kernel machen kann, dass ich dem irgendwelche unsinnigen Syscalls oder sowas unterjubel und dann versuche, irgendwelche Pufferüberläufe oder sonst was zu triggern und dadurch eben Sicherheitslücken ausnutze, kann ich das von unten durch Hardware-Events natürlich theoretisch auch machen. Ich meine, ganz nette Sache, zum Beispiel auf x86 werden IO-Interrupts in moderner Hardware normalerweise über sogenannte MSR-Interrupts, MSR-IRQs gemeldet, wo ich eine Karte, zum Beispiel eine Netzwerkkarte, bei einer IO sage, und wenn der Interrupt kommt, gib mir dieses 64-Bit-Datum bitte zurück, dann damit kann ich gleich meinen Request-Block oder so adressieren und weiß, um welche IOs es sich handelt. Ich muss mir das nicht irgendwie mühsam wieder rauslesen aus der Hardware oder aus meinen Software-Tabellen. Wenn ich natürlich vom Hypervisor her solche Interrupt-Daten einschleusen kann, kann ich natürlich das Gastsystem auch komplett in die Irre leiten, wenn das bisher bei solchen Interrupts diese Daten einfach bisher immer geglaubt hat. Ist das natürlich so eine Sache. Und kann ich mir sicher sein, dass auch bei irgendwelchen seltenen Fällen immer die Daten verifiziert werden. Das heißt, da sollte ich irgendwie was dagegen tun. Das wurde wohl auch relativ spät erkannt, weil erst neulich ist für SEVSNP ein Patchset in den Kernel gesendet worden, das genau das behandelt. Das heißt, AMD hat reagiert und ein Interface geschaffen in einem virtuellen Interrupt-Controller, dass sämtliche Interrupts, die dem Gast gemeldet werden sollen, über einen Spezial-Interrupt quasi eingeschleust werden nur und dort die Daten dann verifiziert werden können in dem Händler davon. Das heißt, ich habe dann eine zentrale Stelle im Gastsystem, aber das muss im Gastsystem natürlich dann auch gemacht werden. Also das ist ein Detail, das relativ spät wohl erkannt wurde, dass ich dadurch auch einbrechen könnte. Und was natürlich ganz toll wäre, wenn ich als Cloud-Betreiber einfach TDX oder SEV einfach simuliere. Einfach einen Software-Simulator unten drunter setze, einen virtuellen Prozessor. Der Gast läuft langsamer, aber wenn ich die Simulation gut mache, dann merkt er das nicht unbedingt. Höchstens, wenn er nach außen Zeitabgleich macht, aber meine Güte, ne? Das kann immer alles Mögliche sein. Das heißt, wie kann ich als Gast erkennen, dass ich nicht simuliert werde, sondern dass ich eine echte Hardware unter mir habe? Die Punkte Secure Boot und Simulation erkennen, kann man durch Attestation lösen und wurde auch gelöst entsprechend. Das ist erfordert einen externen Service im Internet oder einer anderen VM, den ich als Gast fragen kann, ob die Daten, die ich von der Hardware bekommen habe, stimmen, ob die schlüssig sind oder nicht. Klingt jetzt erstmal ein bisschen blöd, weil wie kann ich sowas machen, dass mir ein Angreifer nicht auch entsprechende Anfragen an diesen Attestation Service interceptet und dann das Ganze quasi auch noch simuliert. Das ist eine relativ trickreiche Sache, aber funktioniert im Wesentlichen. Möchte ich gleich unten auf diesen Link hier hinweisen. Ja, super, jetzt habe ich geklickt. Den wollte ich jetzt nicht. Das ist ein Vortrag, den ein Kollege von mir auf der SUSE Labs Conf, das ist eine interne Entwicklerkonferenz,
Den hat er dort gehalten. Der ist auf YouTube abrufbar und geht genau um die Attestation, weil er sich damit auch beschäftigt. Die haben ein entsprechendes Softwarebundle auch geschrieben dazu. Und es ist wirklich sehr interessant auf Englisch, aber wer sich wirklich in die Details reinhören will, dem sei das wärmstens ans Herz gelegt. Gut, wie funktioniert das Ganze? Mal ganz kurz umrissen. Also der gesamte Vortrag da unten, der dauert dreiviertel Stunde, 50 Minuten, sowas in die Größenordnung. Das werde ich jetzt hier in 10 Minuten nicht wiederholen. Die Firmware bzw. Hardware, also Firmware im Fall von TDX, Hardware im Fall von SCV SNP, das heißt da im Prinzip auch eine Firmware, aber laufend auf einem speziellen Security-Prozessor, der relativ klein ist. Das ist ein ARM-Prozessor, ARM-basierter Prozessor, der das Ganze handhabt, die ganze Verschlüsselung und so weiter macht, die Schlüsselverwaltung. Stellt dem Gast einen sogenannten Launch Digest zur Verfügung. Dort sind verschlüsselte Hashes von der verwendeten Firmware, also OVMF zum Beispiel im KVM-Fall, drin und zum initialen Kernelstand. Sowie zur aktuellen Hardware inklusive Chip-ID, Firmware-Version, Microcode-Version und ähnlichem. Und das Ganze auch nochmal verschlüsselt oder beziehungsweise ein verschlüsselter Hashwert über den gesamten Launch Digest. Diesen ganzen Sermon kann der Gast dann mit einem eigenen Schlüssel, mit einem eigenen privaten Schlüssel verschlüsselt an den Attestation Service schicken. Dieser Attestation Server hat den Public Key. Nein, das war falsch rum. Mit einem Public Key von dem Attestation Server schicken und der Attestation Server kann das Ganze wieder entschlüsseln und mit seiner Datenbank abgleichen. Das heißt, da muss jeder Prozessor, auf dem der Gast erlaubt ist, zu laufen und jede Firmware-Version, jede OVMF-Version, jede Microcode-Version und so weiter muss dort hinterlegt sein und der kann das dort abgleichen. Und das Ganze dann mit dem Public Key des Gastes, der ihm bekannt ist, wieder zurückschicken. Und der Gast kann das Ganze dann wieder entschlüsseln und schauen, ob das Ganze sinnvoll ist. Wie gesagt, die Einzelheiten in dem Vortrag, das Ganze ist jedenfalls in sich, klingt erstmal gut. Also es sind keine Lücken bekannt. Und man kann damit eben wirklich verifizieren, ich bin der, der ich sein sollte. Und die CPU ist wirklich eine physikalische CPU. Das kann nicht so simuliert werden, weil eben die Verschlüsselung von dem Launch Digest nur mit einem entsprechenden Key passieren kann, der dem Attestation Server, der kann das wieder entschlüsseln und dann entsprechend verifizieren. Der TDX-Gast oder SRV-Gast, ja, ich hätte vielleicht hier nicht nur TDX schreiben sollen, baut eine verschlüsselte Verbindung auf und fragt den Service, ob die Umgebung eben vertrauenswürdig ist und bekommt dann einen entsprechenden Attestation Report zurück und weiß dann, ja, jetzt ist alles gut. Muss natürlich trotzdem aufpassen, dass das, was er danach startet, nicht irgendwelche Backdoors enthält und dann doch wieder die Daten preisgibt. Das heißt, das Betriebssystem muss in sich halt auch sicher sein. Single Point of Failures bei dem Ganzen sind natürlich zum einen, der Hardwarehersteller hat eine Backdoor eingebaut. Kann ich mir nie sicher sein, ob das nicht passiert ist. Ist Intel mal verschwörungstechnisch gesehen von der NSA unterwandert oder nicht? Hat AMD wirklich alles brav gemacht oder nutzen die irgendwelche Hardware, die sie aus China bezogen haben oder was weiß ich, ja? Also von daher muss man dem Hardwarehersteller natürlich vertrauen, wodurch der Hardwarehersteller natürlich auch ein entsprechendes Interesse hat, wirklich das Vertrauen zu verdienen. Wenn da was bekannt würde, glaube ich, wäre das fürs Geschäft relativ schlecht.
muss man sich selbst überlegen, ob das vertrauenswürdig ist oder nicht. Etwas gemeiner sind natürlich unabsichtliche Backdoors, das heißt Lücken. Ich meine, Meltdown, Spectre, weiß der Geier was, sind immer noch bekannt. Und im Virtualisierungsumfeld sind diese ganzen Lücken in der Hardware eben größtenteils durch den Hypervisor behoben worden. Der Hypervisor ist jetzt aber nicht vertrauenswürdig. Das heißt, es darf keine Lücken in der Beziehung geben, die durch den Hypervisor behoben werden müssten. Bei TDX sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da hat Intel die entsprechende Firmware immer noch zwischen dem Hypervisor und dem Gast. Das heißt, die könnten durch ein Firmware-Update noch was machen. Bei AMD sieht das Ganze etwas schwieriger aus. Dort muss das Ganze wirklich passen. Andererseits habe ich natürlich bei Intel wiederum die Möglichkeit, dass die doch recht umfangreiche Firmware wieder ihre Probleme hat, ihre Lücken hat. Das heißt, da habe ich vielleicht auch wieder Möglichkeiten reinzugreifen. Ist natürlich, solange keine Lücke bekannt ist, ist das schön. Wenn die Lücke nur irgendjemand Bösen bekannt ist, ist das schlecht. Und natürlich wieder, wie gesagt, das OS hat Backdoors. Bei Windows wäre ich mir nicht so sicher. Bei Linux bin ich da schon deutlich auf der sichereren Seite, behaupte ich jetzt mal, weil Open Source ist schon was Schönes. Ich meine, bei Windows können entsprechend betuchte Partner durchaus in die Quellen reinschauen. Aber bauen die ihr Windows wirklich selbst? Wage ich zu bezweifeln. Bei Linux kann ich das wirklich tun. Ich meine, ich bin sicher, in dem Raum hier sitzen diverse Leute, die ihren Linux-Kernel schon mal selbst gebaut haben. Also ich mindestens. Ja, bezüglich Prozessorlücken habe ich noch mich ein wenig schlau gemacht. Also eins zumindest hat Intel endlich in der Beziehung mal richtig gemacht, weil Seitenkanalangriffe sind was Hässliches und sind ja meistens über die Caches der Prozessoren gelaufen. Hier hat Intel wirklich mal Hardware spendiert, Chipfläche spendiert, indem sie für TDX den Cache erweitert haben. Und Caches sind ja normalerweise, haben ja Tags, das heißt, um festzustellen, ob eine Cache-Line wirklich zu der entsprechenden Speicherseite gehört. Und Intel hat hier einen 18-Bit großen Bereich für den Schlüssel mit vorgesehen. Das heißt, wenn ich eine verschlüsselte VM laufen habe, kann nur die VM, die den entsprechenden Schlüssel besitzt, auf die Cache-Line zugreifen. Die Cache-Line ist zwar schon entschlüsselt, aber der Prozessor gibt sie nicht her, irgendwie zum Beispiel an den Hypervisor her, wenn das ein privater Speicherseite ist. Shared-Speicherseiten haben natürlich den entsprechenden Schlüssel-Tag nicht, das ist klar. Aber das zumindest ist schon mal deutlich entschärft, das Problem. Und eine andere problematische Sache war ja in letzter Zeit sehr oft die Branch-History. Der Branch-History-Buffer im Prozessor für spekulative Ausführungen. Bei AMD wird die History entsprechend beim Übergang vom Hypervisor zum Gast oder umgedreht gesäubert. Bei SEV SNP und bei TDX hat natürlich wieder die Firmware die Möglichkeit, falls das erforderlich sein sollte, das zu tun. Wieder die Frage, machen Sie das oder nicht? Bei AMD haben wir dafür, wie gesagt, die Cache-Lines. Haben wir einen Schutz gegen Seitenkanalangriffe oder nicht? Und was auch interessant ist, bei Intel die neueste TDX-Hardware. Wir haben zurzeit bei SUSE noch Engineering-Samples von neuen Prozessoren. Dort wird dann zum Beispiel kein Logical Multithreading mehr angeboten. Das heißt, jeder Kern hat nur einen Thread. Und das ist natürlich ein Angriffsszenario, das immer relativ einfach war, wenn zwei verschiedene Threads in verschiedenen VMs oder Hypervisor und VM laufen, dass man von dem anderen Thread relativ leicht auf den Cache zugreifen konnte oder Sachen schließen konnte. Das funktioniert dann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das eine generelle Politik für die Zukunft ist, aber das fand ich schon mal
relativ schön, dass die neuesten Prozessoren da nur Single-Threaded waren pro Core. Bei den zurzeit im Handel befindlichen Emerald Rapids CPUs, die sind noch, zumindest die Tests, die ich zuletzt gemacht habe, waren noch Multithreaded, also da war das noch nicht so. AMD weiß ich nicht, wie die das handhaben wollen in Zukunft auch. Ich meine, ich kann natürlich in Firmware theoretisch dafür sorgen, dass dann wirklich nur immer von einer VM die Threads genutzt werden, aber der Hypervisor hat eigentlich auch immer die Möglichkeiten, da Schindluder zu treiben. Also es ist immer so eine Sache, ne? Jo, das war im Wesentlichen mein Vortrag. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, gerne. Falls irgendjemand auch im Nachhinein noch Fragen hat, gerne an meine Mailadresse. Also ich finde, das Confidential Computing ist ein spannendes Thema. Ich hatte eigentlich ursprünglich gedacht, dass die Hardwarestelle nicht ganz so viel gegen irgendwelche potenziellen Bugfestigkeit machen, haben die erfreulicherweise viel gemacht. Mal schauen, ob das so anhält. Ja. Vielen Dank. Irgendwelche Fragen? Frage hätte ich, wie schaut es dann aus mit dem Confidential Computing? Ist da eine Live-Migration damit immer noch ohne weiteres möglich oder gibt es da dann Einschränkungen? Also Frage nochmal wiederholen fürs Publikum online, ob Live-Migration mit Confidential Computing möglich ist. Es ist konzeptuell vorgesehen. Die Firmware bzw. ja, der Security-Prozessor bei AMD kann entsprechende Daten für die Live-Migration wieder in verschlüsselter Form rausgeben, sodass man den ganzen Kontext auf einer Zielanlage entweder mit demselben Schlüssel oder neu verschlüsselt im Prinzip unverschlüsselt dann wieder in Betrieb nehmen kann. Ist allerdings noch nichts upstream oder so in Linux. Aber konzeptuell ist es mit drin. Das irgendwie vorgesehen, auch auf Containerisierung irgendwie anzuwenden? Kann ich das auch für Linux-Container benutzen in Zukunft irgendwann? Gut, also Frage, ob das auch Containerisierung zulässt. Also wenn ich das Ganze in kubewirt zum Beispiel betreibe, dort würde das gehen. Kubewirt kriegt schon Unterstützung für TDX-SEV und so weiter. Das ist in Arbeit. Also SEV ist bei uns intern im Test, funktioniert schon. Und muss man halt entsprechend dann ja, nutzen. Von SUSE gibt es dann das Rancher, im Prinzip die Containerisierung, die wird das unterstützen und andere Produkte werden da garantiert nachziehen auch.